Ja, schönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Veranstaltung, die da heißt Wachstumskritik Postwachstum Degrowth und der Untertitel Wegweiser aus der Klammer auf kapitalistischen Klammer zu Zivilisationskrise. Und das ist der Titel auch des Buches, was wir heute Abend hier vorstellen wollen, geschrieben von Frank Adler, seines Zeichens studierter Philosoph, Soziologe. Und angefangen hast du mit, sagen wir mal nach der Wende, damit es jetzt nicht so lange wird, interessantes Thema zu Deindustrialisierung im Osten, also im Gebiet der ehemaligen oder vormaligen DDR geforscht. Dazu auch ein großes wissenschaftliches Projekt gemacht und beschäftigt sich seit gut 15 Jahren mit Wachstumskritik im weiteren Sinne, hat dazu auch veröffentlicht und das ist jetzt das zweite Buch ganz dezidiert zur Wachstumskritik, zu Postwachstum. Ja, und ganz kurz dazu, wie das hier ablaufen soll. Erstmal schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid, freut mich sehr. Ist ja ein bisschen ein sperriges Thema, aber ich glaube ganz wichtig zu dieser Zeit, wir, glaube ich, merken, dass die Krise keine Krise mehr ist, sondern schon, wenn man sie Krise nennen will, dann galoppiert sie schon ganz heftig auf einen Abgrund zu, den wir alle noch nicht kennen. Aber einiges ist schon abzusehen, was uns da blüht oder ja, eigentlich sitzen wir schon mittendrin, mal ganz abgesehen von den aktuellen Kriegen. Mich hat das Buch erreicht im März. Und leider ist es im medialen Kriegsgetöse ein bisschen untergegangen und ich habe aber sofort angefangen zu lesen. Wir beide kennen uns ja schon über gut 26 Jahre und ich wusste auch, was Frank so alles schreibt und forscht, worüber er nachdenkt und habe gesagt, los, reicht das Buch rüber, dieser Krieg ist so unfassbar schrecklich. Ich brauche jetzt irgendwas, was mich ja, ein bisschen hoffen lässt, dass es noch Auswege gibt. Und in diesem Sinne wollen wir heute mit euch, also erstmal wird Frank eine Einführung zu dem Buch halten, zu der ganzen Thematik, ungefähr eine Dreiviertelstunde hast du so dir vorgenommen. Und dann hoffe ich, dass wir mit euch ins Gespräch kommen, zu Fragen, zu Anregungen, zu Ideen, weil nur, dass wir zwei hier oben sitzen, heißt noch lange nicht, dass wir hier irgendwelche eindeutigen, klaren Antworten haben. Genau, also würde ich vorschlagen, Frank, fang an. Ja, vielen Dank, Julia, und guten Abend allerseits. Sie können mich auch jederzeit unterbrechen während des Vortrags, wenn etwas unverständlich ist. Ja, ich fange mal an mit dem Buchtitel und mit dem Titelblatt genauer gesagt, weil da steckt eine tiefe Symbolik drin. Also Rot und Grün ist, glaube ich, leicht erkennbar. Rot, soziale Gerechtigkeit, Grün, ökologische Nachhaltigkeit. Dann haben wir es hier mit drei Worten zu tun, die ich erläutern werde, bis auf Degrowth. Degrowth ist im Grunde genommen nur... es ist an sich nur das Äquivalent für Postwachstum in der internationalen Debatte. Es gibt ja noch ein paar Nuancen, aber die lasse ich jetzt hier weg. So, dann sehen wir hier eine Schnecke, soll das sein, eine Schnecke, die aus dem Labyrinth vielfältiger Probleme herauswindet, den Ausweg findet. Die Schnecke ist das Symbol der internationalen Degrowth- oder Postwachstumsbewegung. Schnecke, weil sie langsam, entschleunigt und so weiter, sie ihren Weg geht. Dann der Untertitel, Wegweiser, ist alles, Wegweiser heißt, es wird kein konkreter Weg gezeigt, wer weiß den schon, sondern die Richtung wird ungefähr so angedeutet mit das Wachstum. Kapitalistisch ist in Klammer gesetzt, nicht ohne Grund, denn es gibt auch andere Gesellschaften, die gewissermaßen Wachstum als Selbstzweck oder sei es, um den materiellen Lebensstandard zu erhöhen oder um das System Konkurrenz zu bestehen. Also es gibt auch den Realsozialismus und ich kann mir auch andere Gesellschaften vorstellen, die aus
nationalistischen Gründen oder aus Gründen eines bestimmten Wohlstandsmodells genau diese Wachstumsstrategie, diese verheerende verfolgen. Deswegen nicht nur Kapitalismus, ist nicht nur eine Kapitalismuskritik, ist mehr. Deswegen auch Zivilisation, weil wenn dieser Weg fortgesetzt wird, werden die ökologischen Grundlagen, unter denen sich diese moderne Zivilisation entwickelt hat und die doch einiges auch Bewahrenswertes bereithält, die geht in die Brüche, aber nicht nur durch Klimakrise etc., sondern im Vorfeld. Im Vorfeld werden schon kriegerische und sonstige Auseinandersetzungen stattfinden, Rechtsradikalismus, also die Migrationsströme, sondersgleichen, wenn die Ernährung nicht mehr gesichert ist, was sie jetzt schon andeutet. Also deswegen Zivilisationskrise. So viel zum Titelblatt. Was habe ich mit Ihnen vor oder mit euch vor? Ganz knapp das Anliegen des Buches. Dann will ich kurz erläutern, was ist die zentrale Idee des Konzepts Postwachstum, worauf zielt Wachstumskritik, zielt eben nicht pauschal auf Wachstum, sondern aufs Wachstumsparadigma, kommen wir dann dazu. Dann will ich knapp skizzieren die Alternative, die vorgeschlagen wird von dieser ganzen Debatte, also die Postwachstumsgesellschaft. Und in dem vierten Punkt, wer will das überhaupt? Wie stark oder wie schwach sind die? Was ist ihr Profil? Fünftens, wie könnten erste Schritte eines Übergangs in diese Richtung aussehen, bezogen auf die Situation in Deutschland? Und im sechsten Punkt werde ich versuchen, in einem Satz das Ganze zusammenzufassen. Also, das Anliegen ist kurz geschildert. Ich will einen Überblick geben, deswegen auch die vielen. Ich habe leider vergessen, ich wollte eigentlich ein, zwei Exemplare mitgeben und hier mitnehmen und hier rundherum, habe ich vergessen. Auch solche Flyer gibt es, habe ich alles vergessen. Das ist eben der typische Aussicht, man vergisst, sich selbst zu vermarkten. Ja. Also deswegen hier diese, es gibt einen Überblick, deswegen auch das dicke Buch. Das sehen Sie jetzt nicht, weil ich nicht rumgeben kann, dem ganzen Diskurs und die Szene. Ich will weiterhin, ist eine Art Vermittlungsversuch zwischen Wissenschaft und einer breiteren Öffentlichkeit. Also ich habe die ganze wissenschaftliche Literatur ausgewertet und habe mich bemüht, ob es gelungen ist, das kann Julia oder jemand beurteilen, bemüht, das in einigermaßen, damit es in eine verständlichere Sprache zu bringen, als die wissenschaftlichen Analysen das hergeben, also eine breitere Öffentlichkeit zu wirken. Dann ist mir wichtig, Postwachstum als das gemeinsame unterschiedlicher Konzepte, also was sich als Gemeinsamkeit herauskristallisiert, darzustellen in diesem Buch und nicht diesen Hickhack unterschiedlicher Konzepte, wo sich jedes für das Richtige hält und so weiter, aber jedes nur ein Stückchen Wahrheit veranschaulichen kann. Also auch gegen Einseitigkeiten. Und schließlich will ich natürlich Auseinandersetzung mit Gegenpositionen. Werden in dem Buch geführt. Zentral dabei diese grüne Wachstumsillusion, dass man also grünes Wachstum haben kann, dass überhaupt alles so weitergehen kann, wenn man nur die Energiebasis umstellt, nicht? Also auf erneuerbare Energie. Das geht sowieso nicht. So, jetzt die zentrale Idee des Konzepts. Ganz knapp gefasst. Also, ich habe das hier aufgeschrieben, globale ökologische Nachhaltigkeit durch eine sozial gerechte Reduktion des globalen Naturverbrauchs, die zugleich, und das ist der Witz an der Sache, die Lebensqualität für alle verbessert. Ich erläutere dann diese einzelnen Punkte noch. Der Kernpunkt ist aber die Reduktion. Es geht nicht ohne das der Naturverbrauch, also der materielle Output auch unseres Konsums, gesenkt wird. Sozial gerecht heißt, dass die Reduktion überproportional in den sogenannten frühindustrialisierten oder reichen Ländern stattzufinden hat und hier primär zulasten oberer Schichten. Also dafür gibt es erdrückende Belege. Also wenn wir es jetzt mal auf der globalen Ebene sehen, es gibt also Länder wie Malawi zum Beispiel, die haben 0,1 Tonnen CO2-Ausstoß
Und es gibt Länder wie Katar, die haben 37 Tonnen, oder die USA, die haben 15, Deutschland hat 11,2 und so weiter und so fort. Also, und das ist der aktuelle Stand. Wenn man das historisch akkumuliert, und das ist ja alles physisch akkumuliert, in der Atmosphäre wird das nach Hunderten von Jahren abgebaut, wenn man das historisch noch akkumuliert, seit der industriellen Revolution, England, Deutschland und so weiter, USA, dann ist das noch, ist diese globale Ungerechtigkeit noch viel größer. Und vor allen Dingen, also die am wenigsten dazu beigetragen haben, ich bin jetzt nur bei der Klimakrise, nur dazu beigetragen, sind am stärksten betroffen davon, können sie am wenigsten wehren dagegen. Aber ein ähnliches Problem haben wir innerhalb der westlichen Gesellschaften. Da gibt es auch unendlich viele Statistiken, die zeigen, dass also die Reichen bedeutend mehr einen viel größeren ökologischen Fußabdruck haben. Oder nochmal zurück zur globalen Dimension. 90% der Weltbevölkerung sind noch nie geflogen. Wenn man jetzt das Fliegen innergesellschaftlich sieht auf Deutschland, habe ich neulich gelesen, übrigens bei der Ulrike Lehrmann, die bringt da interessante Fakten. Also die obersten 10%, die Reichen, ja, also Reichere, ich weiß nicht, wie sie das dort definiert hat, die fliegen ungefähr 15 bis 20 Mal so viel wie Ärmere. Es ist enorm. Also ich hatte selber nicht gedacht, dass die Differenz so groß ist. Also das ist gemeint mit sozial gerecht. Und das entspricht, wie ich gerade versucht habe zu illustrieren, dem Verursacherprinzip. Also wer, der am meisten daraus gepustet hat, die müssten auch zuerst und überproportional zur Kasse gebeten werden. Aber das ist auch sehr praktisch notwendig. Ohne dass das sichtbar und überzeugend für alle geschieht, kriegen wir überhaupt keine Transformation zustande. Weil das Misstrauen berechtigterweise sehr groß ist, dass wieder mal die Unteren zur Kasse gebeten werden. Also es muss spürbar zu Lasten oberer Schichten gehen. Deswegen soziale Gerechtigkeit ist ein Fundament dieses ganzen Konzepts. Die wahrscheinliche Folge, wenn wir also reduzieren müssen, schon aus Klimagründen, aber es gibt auch viele andere Gründe noch, ist, dass das sogenannte Bruttoinlandsprodukt sinkt. Also dieses BIP, woran sich Politiker und so weiter messen und so weiter. Aber wenn das sinkt, bedeutet das unter den jetzigen kapitalistischen Verhältnissen Rezession, Krisen, Instabilität. Denn dieses ganze System der Sozialsysteme und dergleichen, der Beschäftigung, also Vollbeschäftigung, ist abhängig von Wachstum. Da sprechen viele Autoren von der Fahrradstabilität. Also wenn das Fahrrad schnell läuft, dann ist es stabil. Also wenn Wachstum, Beschleunigung, Innovation, also die ganzen Geschichten, wenn die wunderbar funktionieren, ist die Sache stabil. Wenn es stehen bleibt, wenn es stagniert, kippt es um. Also ein stagnierender Kapitalismus ist schwer vorstellbar, theoretisch. Deshalb, um Stabilität und Wohlstand wachstumsunabhängig zu ermöglichen, das ist der Witz, dabei bedarf es einer gesamtgesellschaftlichen Transformation. Sozialsysteme bis hin zur Kultur, weil das ganze Zeug haben wir natürlich auch verinnerlicht. Nicht? Also es gilt eben als Ausweis von Erfolg und ja, wenn man ein fettes Auto hat und so weiter. Nicht? Okay, also zumindest bei vielen. Das Ganze soll nach Vorstellung der Postwachstumskonzepte und Akteure nicht als eine Ökodiktatur erfolgen, sondern demokratisch. Durch Druck von unten, also unten ist gemeint soziale Bewegungen, Initiativen, die sich in den Stadtteilen engagieren, Commons, also gibt es ja Gemeinwohl, die haben alle verschiedene Namen, aber die einigt eins, die wollen mit weniger was Besseres machen. Und die sollen also sozial-ökologische Reformen bewirken, also Politik, also Parteien, über die Parteien die Politik beeinflussen, sodass Bedingungen sich verändern, dass auch die Leute, die nicht unbedingt intellektuell ansprechbar sind von dem Postwachstumskonzept, sondern die ja, einfach so leben, nicht, dass die es leichter haben, nachhaltig, ökologisch, gerecht zu leben. Also Bedingungen, zum Beispiel eben, also
Pkw-Verkehr einschränken zugunsten attraktiver gemeinschaftlicher Alternativen. Ja, und das Ganze beginnt natürlich mit einem Kampf, in dem wir drinstecken, um Diskurshegemonie. Und da gibt es zwei Schwerpunkte aus meiner Sicht. Einerseits müsste deutlicher werden, dass dieses Konzept Postwachstum, also die Reduktion des Naturverbrauchs, die auch mit Reduktion von Einkommen in den oberen Bereichen einhergeht, kein Verzicht ist. Das ist bei Nico Pech, ein prominenter Wachstumskritiker, immer sehr deutlich, sondern das ist auch ein Gewinn an ökologischer Sicherheit, ein Gewinn an Lebensqualität. Also Gesellschaften, die gleicher sind, das ist vielfach bewiesen, die haben weniger Kriminalität, es gibt weniger Spannung, weniger Stress und so weiter. Also ich komme noch dazu. Also es ist ein Gewinn, das ist der eine Schwerpunkt bei Diskurshegemonie. Und der zweite ist eben der Kampf gegen diese vielfältigen, tief verwurzelten, quer durch alle Parteien und Milieu gehenden Illusionen, dass man mit, dass es so etwas wie ein grünes, klimaneutrales Wachstum geben kann. Das gibt es nicht, kommen wir dann noch dazu. So. Das war die Grundidee. Oh, die Grundidee in Kurzfassung, aber mit einigen Erläuterungen schon. Jetzt komme ich zur Wachstumskritik. Worauf zielt Wachstumskritik? Also erstmal ein paar Prämissen. Also das eigentliche Wachstum ist immer ein Wachstum pro Kopf. Vorher, das beginnt mit der industriellen Revolution. Vorher gab es Wachstum in dem Sinne, dass die Bevölkerung wuchs. Und dementsprechend auch, sagen wir, der Eingriff in Natur. Aber das eigentliche Wachstum beginnt mit der industriellen Revolution, vor allem dadurch, dass neue fossile Energien genutzt wurden und entsprechende Maschinen sich lohnten und so weiter und so fort und der Kapitalismus auf die Welt kam. Dieses Wachstum war immer ambivalent, immer widersprüchlich, hatte aber eben auch viele Vorteile. Das lässt sich wunderbar nachweisen, die Lebenserwartung hat sich sehr stark erweitert, der Wohlstand ist gewachsen, war immer ungleich verteilt und wirkte stabilisierend, weil die Unteren immer die Hoffnung haben konnte, durch eine Verteilung des Zuwachses auch gewissermaßen Gewinne zu erreichen in ihrem materiellen Lebensstandard. Aber in dieser langen Entwicklung seit der industriellen Revolution, seit 250 Jahren, gibt es Umschlagspunkte. Und die setzen ungefähr so in den 70er Jahren ein, dass die Risiken und Kehrseiten, die Nebenfolgen des Wachstums überwiegen, ökologisch. Also ab dieser Zeit ungefähr braucht die Menschheit mehr als einen Planeten, vor allem eben die reichen, früh industrialisierten Länder. Die sozialen Vorteile, die in den goldenen 60er noch überwogen, sind nicht mehr nachweisbar, also vor allem qualitativ. Lebenszufriedenheit, Produktivität steigt, aber eigentlich die Arbeitszeit danach ist nicht wesentlich, hat sich nicht wesentlich verringert, beziehungsweise die Intensität ist gestiegen, der Stress ist gestiegen. Politisch, wenn wir die letzten 10 Jahre betrachten, die Nebenfolgen, die frühere Strategie, alles Negative, von unserem Wohlstand, wie die Experten sagen, zu externalisieren, räumlich, zeitlich und sozial zu verlagern. Das funktioniert nicht mehr. Siehe Klimawandel, das erreicht uns selbst, zwar nicht so hart wie die, die es gar nicht verursacht haben, aber immerhin erreicht uns selbst. Es erreicht uns über Migrationsströme, weil Menschen ihre Nahrungsgrundlagen verlieren in den Gegenden, die am stärksten betroffen sind. Das verändert hier das politische Gefüge, wie wir alle wissen. Rechtspopulisten und kriegen Zulauf durch die Migrationsentwicklungen. Also lässt sich diese Kehrseiten, die Nebenfolgen erreichen uns stärker und sie verändern hier vieles zum Negativen. Kurzum, ein weiteres Fortschreiten auf diesem Wachstumspfad bedroht in der Tat zivilisatorische Errungenschaften. Und Postwachstum ist der Versuch einer Antwort auf diese wirkliche Zeitenwende. Nicht? Also, es ist ja viel die Zeitenwende, die Rede seit dem 27. Februar. Nicht?
große Bundestagsdebatte. Aber das ist die eigentliche Zeitenwende, dass wir Antworten finden auf diese Situation. Und zwar Antworten finden, die dem Vorsorgeprinzip entsprechen. Also sich nicht auf irgendwelche Hoffnungen, es geistert da immer rum, ja, irgendwie hier so Kernfusion oder sowas, das ist also eine unendliche, die Sonne emittierende Energiequelle gäbe da irgendwie nicht. Mag sein, dass mal, gibt es seit 50, 60 Jahren, gibt es diese, ich habe selber noch als junger Kerl das gelesen, hier Böhme und Dörge gab es ja, unsere Welt von morgen oder gelassen, technische Fantasien, also kennt ihr vielleicht auch, ne? Ja, ja, das ist, aber es funktioniert nicht. Und vor allen Dingen, selbst wenn die Hoffnung, aber auf so eine Hoffnung, genau mit diesen Klimaneutralität, nicht, dass man das wieder aussaugt da oben, hier dieses CO2, auf solche Hoffnung kann man doch nicht irgendwie die Zukunft der Menschheit aufbauen, das geht nicht. Das ist absolut unmöglich, sowas, nicht? Das ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, für Trägheit, nicht? Dass, ja, wie in der Physik, dass eine einmal eingeschlagene Bewegungsrichtung die Tendenz hat, sich fortzusetzen. Das ist auch in der Gesellschaft so. So, also, was wollte ich jetzt, ja. Aber was kritisiert das was kritisiert Wachstumskritik? Also nicht Wachstum per se, dass er das irgendwie verteufelt. Die haben ja gesagt, in den ersten Jahrhunderten hat er noch Vorteile gebracht. Und es, man kann auch vorstellen, dass bestimmte Bereiche der Gesellschaft wachsen können. Also im Pflegebereich oder andere Bereiche, im Gesundheitswesen könnten wachsen. Aber das Problem ist, es darf das Ganze darf nicht wachsen. Es geht immer um die Volkswirtschaft und es geht immer um den Naturverbrauch. Naturverbrauch, kurz definiert, also geht es einerseits um Ressourcen, nicht? Was holt man aus der Erde raus und so weiter. Und es geht um die Emissionen, nicht? Welche Exkremente entstehen gewissermaßen durch unsere Tätigkeit. Also der Naturverbrauch darf nicht wachsen. Also die Kritik, Wachstumskritik, richtet sich da gegen dieses Paradigma, dass es also stets positiv ist, die Lebensqualität und Ungleichheit verringern kann, hat es eine Zeit lang gemacht, macht es aber auch jetzt ohne mehr, ohne die ökologischen Lebensgrundlagen zu zerstören. Deswegen sei es wünschenswert, notwendig, unendlich fortsetzbar und ein prioritäres politisches Ziel. Das ist aber, diese Kurzfassung ist eine Art Konsens, ja, wiederum durch viele politische, also Gewerkschaften, ins linke Spektrum hinein und so weiter. Nicht? Also das ist, und ist aber als ein Paradigma, gibt es interessante wissenschaftshistorische Untersuchungen, in den 60er Jahren ist das vor allen Dingen formuliert worden und auch durchgesetzt worden in dem Systemwettstreit. Realsozialismus, Kapitalismus, nicht? Also wer bringt das beste Wachstum. Ich erinnere mich auch noch an die Zeit, die ging es aber so im Tonnen, nicht? Und wen überholt, aber nicht an Lebensqualität gemessen, sondern immer an Wachstum. Und selbst in den USA ist das eine Euphorie gewesen, dass sich zum Beispiel im Wirtschaftsministerium hier in den USA, ähnlich wie der sozialistische Wettbewerb in der DDR war, wer bringt die besten Vorschläge, wie das Wachstum angefeuert werden kann. Also es ist gut. Und dieser Glaube, dass das fortsetzbar ist und vielleicht sogar was Positives bringt, basiert wiederum auf der Hoffnung, Technik, technologische Innovation. Die kann man ökologisch entgiften, die kann man von schädlichem Naturverbrauch entkoppeln. Nicht? Also so, schauen wir uns das mal an. Ja, und das ist eine Illusion. Weil es gibt zwar sowas, nennen die Experten ja relative Entkopplung, das heißt also, dass pro Produkt natürlich, dass es effizienter hergestellt wird nach einer bestimmten Zeit. Zum Beispiel, klassische Beispiel ist immer hier die Autos, nicht? Also die brauchen weniger Benzin und so weiter, aber die gesamte Flotte ist größer geworden. Die Autos selbst, also du kannst das mit allen durch, also die in Bezug auf einzelne Produkte gilt das immer, aber nie aufs Ganze. Oder die relative Entkopplung wird immer bemessen in Relation zum BIP, also zum gesamten Wachstum. Und da kann man sagen, und das sagen dann die Ökonomen, kritisieren die dann die Wachstumskritik und sagen, okay, seit 1900 ist die Wirtschaftsleistung der Welt
um das 23-fache gestiegen, aber der Ressourcenverbrauch nur um das 8-fache. Also ist die Sache gut, aber das haut nicht hin, weil notwendig ist, da wir inzwischen schon 3 Erden verbrauchen als Deutsche, die Amerikaner sogar schon 5 Planeten, ist die Reduktion. Und wenn man reduzieren muss, muss man absolut runterkommen, vor allen Dingen um das 1,5 Grad Ziel zahlt. Und das möglichst nicht zulasten von Biodiversität, von Ernährung und so weiter. Also kurz, lange Rede, kurzer Sinn. Bisher ist empirisch nachweisbar, ein CO2-Reduktion nur nachweisbar, wenn die Wirtschaft schrumpft. Das sind also in Krisenzeiten 2007, 8, 9 ist das runtergegangen und bei Corona-Zeiten auch etwas. Und wie ich heute gehört habe im Deutschlandfunk, die neuesten Prognosen für Deutschland im nächsten Jahr minus 0,4%. Aber schon die Hoffnung, übernächstes Jahr haben wir wieder 1,4 plus. Also nur also in Krisenzeiten geht das runter. Und oder es gibt noch einen anderen Trick, um das nachzuweisen, dass doch alles die Welt mit technologischem Fortschritt rettbar ist. Oder wenn der importierte Naturverbrauch statistisch rausgerechnet wird. Ich hatte vor Jahren mal eine heftige Debatte mit einem Ökonomen, der sagt, Großbritannien hier, nicht? Die haben eine ganz tolle Energiebilanz und überhaupt Ökobilanz. Er hat völlig vergessen, dass sie ein Finanzzentrum sind, nicht? Und alles, was die importieren, was da diese Finanzmanager konsumieren aus China und so weiter, ist nicht in der Statistik enthalten. Die hat nur erfasst, was in Großbritannien selbst in der Produktion anfällt. Nicht? Also das sind statistische Kniffs, aber das ist, ja. Und diese absolute Entkopplung, die wird eben durch eine Reihe von Effekten hier, die man Bumerang-Effekte nennt, die wird verhindert, was ich hier nur andeutungsweise auch durch psychologische Effekte, nicht? Also alle kaufen sich jetzt so ein E-Auto, soweit sie die Kohle haben, nicht? Und denken, dass sie da was Gutes tun. Und, aber im Grunde genommen, dieses E-Auto ist erst klimaneutral bei 200.000 Kilometern, nicht? Ökoeffizienter ist ein altes Auto, möglichst lange genutzt und nicht um wenig gefahren, aber die fahren ja sowieso im Schnitt nur eine Stunde pro Tag, die Autos. Das ist, weil in dieser ganzen Klimaneutralität bei diesen E-Autos steckt die ganze Fabrikerstellung. Die was da vernichtet wurde, erstmal an Möglichkeiten der Absorption durch die Wälder steckt alles gar nicht drin. Deswegen haben auch die Reichen, die haben mehrfaches an CO2-Abdruck als die Armen, weil die denken, ja, ich habe jetzt Bio, ich kaufe jetzt Bio, ich habe ein Smart, ja, alles ist elektronisch und so weiter. Aber da steckt überall vergegenständlichte Energie drin und CO2. Die haben ungefähr den fünffachen CO2-Ausstoß im Vergleich zu den unteren 50% der Bevölkerung. Also es ist, wie gesagt, viele Illusionen. Es gibt sicher, also ich habe mal eine ganze Liste von 10 Illusionen, die lasse ich jetzt hier weg, aufgestellt. Solche Innovationsillusionen, auch wenn man mit Ökonomen diskutiert, nicht, ja, alles ökonomisch effektiver und so weiter, nicht. Aber was sie völlig vergessen bei Innovation, die haben so die Illusion, da haben wir das alte, großen Ressourcenverbrauch und so weiter, wir haben die Innovation und das ist besser, das ist ökoeffizienter. Aber lange Zeit existiert das parallel nebeneinander. Gehen wir mal von Deutschland aus, also Autobahn wird laufend gebaut. Das ist das Alte. Nicht? Also das Schienennetz muss erneuert werden. Jeder, der mit der Bahn fährt, das braucht übrigens 100 Milliarden, also genau das, was in die Rüstung gehen soll, bräuchte man, um die Deutsche Bahn einigermaßen auf Vordermann zu bringen. Daneben wird neu gebaut für die E-Autos diese Ladestation. Also schon diese Infrastrukturen verschlingen dermaßen viel an Ressourcen und erzeugen viel unsichtbaren CO2
Ausstoß, nicht? Oder Recycling wird genannt, aber Recycling ist oft gar nicht geklärt. Die viele Dämmstoffe, da weiß man gar nicht, wie man die recyceln soll. Und recyceln geht sowieso nicht ohne Energien. Und die Batterien hier für die E-Autos habe ich gerade hier auch bei der Ulrike Herrmann, die ich wirklich wärmstens empfehlen kann. Die bringt sehr viele Fakten. Hier Kapitalismus, wie heißt das hier? Kapitalismus? Das Ende des Kapitalismus. Das Ende des Kapitalismus, genau. Die bringt auch sehr viele Postwachstumsfakten. Also 10% da kann man nur von den Batterien, E-Autos, Stichwort, wiederverwenden. Also diese ganzen Rebound-Effekte fressen unheimlich viel von dem auf, von dem dann die Technik-Illusionisten und die Ökonomen träumen, dass die den Fortschritt und die Rettung bringen. Oder auch 100% erneuerbare Energien. Geht gar nicht. Weil es geht nicht bezogen auf die gesamte Volkswirtschaft. Die Volkswirtschaft in ihrem jetzigen Umfang, in ihrem jetzigen Energiebedarf, ist nicht durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Es hat viele Gründe. Ich will mal das mal, die chemische Industrie braucht so, die müsste so viel aus grünen Strom, also vor allen Dingen dann hier grünen Wasserstoff bekommen, wie der jetzige gesamte Strom, Energieverbrauch. Die Stahlindustrie, das sind zwei, auch ein großer Verbraucher, da müsste man, wenn man es durch Windenergie und über die Windenergie dann wiederum in grünen, die brauchen ja hohe Temperaturen, also in grünen Sauerstoff, Wasserstoff verwandelt, bräuchte man 15.000 neue Windräder. Jetzt haben wir 30.000. Ihr könnt euch vorstellen, welche Fläche, wie die Landschaft aussieht und welchen Widerstand es da gibt. Das sind völlig unrealistische Sachen. Das hängt damit zusammen, dass diese mehrfachen Energieumwandlungen, die da stattfinden, dass hier unwahrscheinlich die Effizienz reduzieren. Kann ich ja nicht im Einzelnen nachvollziehen. Wie meine Empfehlung, Ulrike Herrmann, der das wirklich sehr gut nachweist. Nicht? Und dieser Energieantefaktor, also das Verhältnis zwischen der Energie, die ich reinstecke, um eine Energiequelle zu gewinnen, und dem, was unterm Strich netto rauskommt, ist bei den Erneuerbaren viel geringer als bei den Fossilen. In den Fossilen, da steckt also die Sonnenenergie von Millionen von Jahren drin. Nicht? Während wir jetzt hier diesen Wind und Sonne und so weiter, und vor allen Dingen gibt es da die Dauer. Wie nennt sie das? Die Dunkelflaute. Also wenn die Industrie muss ja weiterlaufen, wenn die Sonne nicht scheint, also die scheint auch nicht nur nachts, sondern auch im Winter manchmal lange Zeit nicht, und wenn der Wind nicht weht, nicht? Und da muss man also enorme Speicherkapazitäten haben und so weiter und so fort. Und das sind alles mit einem ganz niedrigen Wirkungsgrad, also das reduziert enorm das, was unterm Strich an nutzbarer Energie übrig bleibt. Deswegen ist es nicht möglich, den Energiebedarf der heutigen Wirtschaft erneuerbar zu decken. Auch deswegen gewissermaßen ist es ein Argument für Reduktion. Es geht nur, ja. So, das war jetzt die ökologische Wachstumskritik, die ich kurz illustriert habe. Aber es gibt natürlich andere Formen der Wachstumskritik, die den ganzen Sinn dieser Geschichte in Frage stellen. Wir häufen immer mehr, also nicht wir, das ist unterschiedlich, nicht, aber es wird immer mehr materielle Gegenstände werden angehäuft, aber es gibt gar keine Zeit mehr, die wirklich genussvoll zu konsumieren. Insofern ist das mit diesem Konsumismus ist an sich ein falsches Wort. Es wird gar nicht richtig konsumiert. Es wird gestapelt zu Hause. Nicht? Also da gibt es viele Untersuchungen, der Pech sagt 10.000 Gegenstände pro Einwohner, die gar nicht mehr hier genutzt werden, weil die Zeit nicht da ist und die Aufmerksamkeit gar nicht da ist. Nicht? Und trotzdem wird die Welt damit verheizt. Also man kann den ganzen Sinn also sehr stark hinterfragen. Und jedenfalls diese anderen Formen von Wachstumskritik, die zeigen eben auch, die entmystifizieren und entlarven eigentlich Produktivität, Technik und Industrie, also auch im Marxismus sehr stark als Basis des Fortschritts im Denken verankert ist, als etwas Neutrales. Nee, ist es nicht. Was heißt Produktivität? Produktivitätssteigerung heißt, dass in einem kürzeren Zeitraum mehr Natur verbraucht wird im Grunde genommen. Es wird immer abstrahiert von dem Materiellen, von Natur, auch die ganze Sprache.
Wissensgesellschaft, Wissensökonomie, Digitalisierung, das imaginiert in der Welt, die also aus Ideen und so weiter und ja, unsere größte Ressource ist die Information. Nein, das hat alles einen großen materiellen Fußabdruck. Nicht? Also das ist im Gegenteil, das bläht noch mehr auf. Was habe ich neulich gelesen? Digitalisierung, gekoppelt mit der Möglichkeit, sich selbst zu inszenieren hier im Netz, nicht? Dass sie jetzt Restaurants umrüsten, also ihr Outfit umrüsten, so, dass sie gewissermaßen für die Selfies besonders attraktiv sind. Nicht? Also das gibt so viele selbstverstärkende Mechanismen in dieser Gesellschaft, die also völlig nach hinten losgehen. Nicht? Also kurzer Rede, langer Sinn. Also das ist kein Fortschritt, also das ist ein Fortschritt, der uns zum Abgrund führt. Und das zeigt eben die Wachstumskritik, die also nicht nur ökologisch ist. Die Alternative, Postwachstumsgesellschaft, die kann ich hier nur sehr schemenhaft andeuten. Eigentlich habe ich das schon indirekt gemacht. Es sind eigentlich vier Säulen oder vier Zielwerte, die aber nur gemeinsam in wechselseitiger Abhängigkeit realisiert werden können. Das erste, da haben wir schon mehrfach benannt, ist ökologische Nachhaltigkeit. Global und historisch gerecht. Das bedeutet also, wie gesagt, für die frühindustrialisierten Länder vor allen Dingen die Klimaschuld abtragen, Klimagerechtigkeit. Denn der Witz ist ja unter anderem auch der, wir können es ja wirklich nur so entwickeln, weil andere gewissermaßen nicht diesen Fußabdruck haben. Wenn alle unseren Fußabdruck haben, dann wären wir schon längst in der Heißzeit. Also insofern ist das keine rein moralische Geschichte, so eine großzügige Geste, jetzt geben wir mal den Arm was auch da. Nein, wir leben wirklich auf deren Kosten. Also Indien muss erst 2090 klimaneutral werden, weil die noch nicht so viel hochgepustet haben. Deutschland 2045 oder so in dieser Drehe. Also von der Rechnung jetzt mal abgesehen. Außerdem realpolitisch völlig, also wenn man die Klimaschuld nicht anerkennt, Klimagerechtigkeit im Sinne, dass wir hier mehr runterfahren müssen als die anderen, nicht anerkennt, dann braucht man sich gar nicht an den Verhandlungstisch zu setzen. Da sagt der Chinese oder der Inder, sagt mir, also, ihr habt hier 250 Jahre, habt ihr die Welt versaut, und jetzt verlangt er von uns, dass er hier, das geht überhaupt nicht. Selbst dieser verrückte Bolsonaro, der würde da Argumente finden. Nicht? Ja, was heißt das jetzt ökologische Nachhaltigkeit? Das muss ich auch wieder abkürzen jetzt. Strukturwandel der Wirtschaft, aber vor allen Dingen auch der Lebensweise, gerechte Übergänge, sonst kriegt man das nicht hin. Regulation der Wirtschaft, Konkurrenz vor allen Dingen, dämpfen. Diese künstliche Innovation bei Handys, ich glaube, ich jetzt der Zyklus so anderthalb Jahre oder was, eindämmen oder die Innovation eben umlenken auf Ersparnis von Naturverbrauch und Gewinn an Lebenszeit, an Lebensqualität, langlebige, reparaturfreundliche, recyclingfreundliche Produkte und so weiter, andere Nutzungsformen finden, teilen, leihen, teilhaben in der Infrastruktur, statt individueller Besitz und so weiter. Im Grunde genommen läuft es darauf hinaus, den Gesamtverbrauch zu deckeln, zu kontingentieren oder zu priorisieren nach wirklichen Bedarfskategorien, nach Bedürfnissen, wie wollen wir leben, was brauchen wir wirklich, und verbieten. Anders geht es nicht. Und ich muss sagen, ungewollt gibt es ja Fortschritte. Wenn ihr mal die Rhetorik der letzten Jahre euch durchgeht, es ging schon mit Corona los, war von systemrelevanten Bereichen die Rede. Da wurde also nicht mehr schlechthin Profit oder was, nee, es gibt also Bereiche, die sind vielleicht wichtiger als andere, nicht? Gesundheit und so weiter, Kultur ist leider damals noch nicht so, kommt aber noch. So, dann jetzt bei der Energiekrise, priorisieren, kontingentieren. Also was ist wichtig? Also ist diese Vorstellung, man lebt im Überfluss, man muss nur genug Geld haben, die verflüchtet sich selbst durch diese Ampelregierung hier, nicht? Also selbst da ist so spürbar und auch in der allgemeinen Stimmung, also so kann es wahrscheinlich nicht weitergehen. Nicht? Okay, soziale Gerechtigkeit,
Ich glaube, das haben wir schon behandelt, ist vor allen Dingen absolut notwendig, also ist erstmal gerechtfertigt, nicht nur durch den höheren Verbrauch der Reichen und so weiter, aber ist auch absolut pragmatisch notwendig, weil sonst keine vertrauensvolle Transformation möglich ist. Da gibt es auch viele Vorschläge in der Postwachstumsdebatte, Maximaleinkommen einführen, die Besteuerung, Privilegien abschaffen, Besteuerung anders gestalten. Also es geht um Umverteilen von oben nach unten, und das ist der Unterschied, statt Angleichung per Wachstum. Das ist für die Gewerkschaften natürlich ein großes Problem, nicht? Es lässt sich politisch viel leichter durchsetzen, Zuwächse zu verteilen, da muss ich niemand was wegnehmen, als wenn ich sage, nee, jetzt machen wir einen Deckel drauf oder jetzt gehen wir sogar runter und die, die am meisten haben, müssen am meisten abgeben. Das ist sogar schwierig gegenüber dem eigenen Klientel oder Arbeitszeitverkürzung, das ist ein Vorschlag von Postwachstum, nicht nur Postwachstum, radikale Arbeitszeitverkürzung, ohne Lohnausgleich für alle, sondern nur für die unteren Lohnausgleich. Da ist natürlich schwierig, jetzt die VW-Stammarbeiter, die Stammarbeiter, nicht, oder die Porsche-Arbeiter, nicht, die kriegen enorme Gehälter. Und das sind aber die mobilisierungsfähigsten Kräfte noch der Gewerkschaft, die zu gewinnen. Nicht? Also neulich mit einem Gewerkschafter, sagte ich, die Leute sind in der Gewerkschaft A, um sichere Jobs zu haben und B, um ordentliches Einkommen zu haben. Nicht? Also es ist sehr schwierig, diese, sagt sich so leicht, umverteilen von oben nach unten. Das ist ein ganz tiefer Einschnitt. Ja, okay, ich kürze jetzt ein bisschen ab. So, eine dritte Säule von der Postwachstumsgesellschaft ist eine Stabilität oder das, was ich jetzt sagte, oder Gerechtigkeit zu erreichen, ohne dass bei wenig Wachstum und bei Reduktion die ganze Sache kriselt. Also diese Fahrradstabilität, die ich erwähnte, zu ersetzen, indem Wachstumszwänge abgebaut werden, ich sagte schon Konkurrenz, kurze Innovationszyklen, in den Institutionen umgebaut werden. Gesundheit, Pflege, Alterssicherung kann eben nicht von Kapitalerträgen auf dem internationalen spekulativen Markt abhängig sein, sondern muss anders fundiert sein. Wobei nicht alles so ganz schwierig ist. Zum Beispiel das Gesundheitssystem, gibt es Untersuchungen, sagt man ja immer, gut, dass wir müssen da unbedingt Wachstum haben, weil die Leute werden älter und der technische Fortschritt im Gesundheitswesen geht voran, da braucht man mehr Geld fürs Gesundheitswesen. Nicht unbedingt. Also wenn man so eine Postwachstumsbildung mit weniger Arbeitszeit, mit weniger Stress, mit weniger Konflikten, fallen also viele Krankheitsursachen weg. Ist auch nachweisbar, gleichere Gesellschaften, Skandinavien, haben viel weniger Kriminalität, weniger, haben eine höhere Lebenserwartung, sind gesünder, haben weniger Teenie-Schwangerschaften und so weiter. Also viele, viele negative Sachen fallen in gleichen Gesellschaften nicht an, im gleichen Verhältnis zu USA. Und USA zum Beispiel das teuerste Gesundheitssystem der Welt, das privatisierte nicht. Okay, also oder durch Vorsorge, indem man die Pharmaindustrie an die Kandare nimmt. Nicht? Also Gesundheit muss nicht unbedingt selbst. Obwohl Einzelbereiche könnten ja wachsen in der schrumpfenden Gesellschaft, vernünftige Pflege zum Beispiel, also wo man also Zeit braucht, Zuwendung und dergleichen, was sich nicht technisieren lässt, weil die Japaner doch ihre scheiß Roboter da irgendwie einsetzen, aber das ist ja okay. Ja, also müsste nicht, selbst nicht mal das Gesundheitswesen müsste unbedingt wachsen, weil bestimmte Krankheitsursachen und Kostenursachen fallen weg in der Postwachstumsgesellschaft. Ja, Moratorien, also was zum Beispiel, was auch so eine Wachstumsabhängigkeit produziert, da werden auch Flugplätze gebaut. Aber wir wissen alle, Fliegen geht nicht mehr. Also Fliegen, da gibt es wirklich keine Lösung, Fliegen. Weil selbst wenn die hier, der Gates und so, der fliegt ja am meisten auf der ganzen Welt, nicht also empirisch erwiesen, selbst wenn der mit so einem Agro-Bio-Kraftstoff, der fliegt, aber hinterlässt diese Kondensstreifen und diese Zirruswolken. Und die potenzieren ja nach dem ganzen Klimawandel. Also fliegen geht nicht mehr, aber es werden Flugplätze weiter gebaut.
Und Flugplätze rentieren sich also nur, wenn viel geflogen wird und nach 40, 50 Jahren. Das nennen die Ökonomen Pfadabhängigkeit. Und was man heute Entscheidungen trifft, die also, ich bin selber Opfer in einer solchen Entscheidung, nicht das mal, also mich doch nicht hier verknödern. Ich wohne auf dem Lande und wollte mir eine biologische Kläranlage, mit Pflanzenkläranlage machen und so weiter. Ist strikt verboten. Warum? Weil nach der Wende, dank westlicher Beratung, riesen Kläranlagen gebaut wurden, weil sie die Deindustrialisierung vergessen hatten und so weiter, ja, überdimensionierte Anlagen gebaut wurden, die aber jetzt effektiv nutzen. Dann gibt es dann diesen gesetzlichen Anschlusszwang. Also es ist nicht möglich, in der ökologisch, nicht, aber gerade wo das Wasser in der Rente, nicht, also es ist auch so ein Ding, wo ein einmal beschrittener Pfad, die zentralen Kläranlagen, daran hindert, ökologisch dezentrale Lösungen gewissermaßen zu praktizieren. Okay. Ja, man könnte über das Ganze, das alles da, das Ganze als gemeinsame Formel schreiben, für Postwachstum, gute Leben für alle. Klingt sehr phrasenhaft, ist es aber eigentlich nicht. Denn gut heißt, gegen die illusionäre Verheißung eines ständig wachsenden materiellen Lebensstandards, sondern das Lebensqualität, soziale Beziehungen, Arbeits, keinen Stress, ja, das ist wichtig. Alle heißt egalitär, haben wir erläutert, betrifft alle, also die jetzig Lebenden, die künftig Lebenden, also wer jetzt 20 ist, also wer 2070 dann, also 70 ist, nicht? Also da kann sich schon Gedanken machen, nicht? Also über nicht vielleicht Heißzeit, aber auch, und wir können das ja gar nicht stoppen, man kann es nebenbei bemerken. Fehlt ja die Illusion, wenn wir jetzt klimaneutral wären, 245, 50, dann, nee, es sind ja viele irreversible Veränderungen sind verschlagen, die kommen nicht zurück. Die Meeresspiegel sind gestiegen, die Gletscher sind abgeschmolzen und vieles andere. Also es ist nicht so, dass man das stoppen kann, nicht? Also es gibt schon Verluste an Lebensqualität, für die jetzt Jungen und so weiter. Ja, gutes Leben für alle ist auch international anschlussfähig, buen vivir, also an indigenen Traditionen und anschließend. Und ist realisierbar in vielfältigen Lebensformen, auch ein Gegenstück zu der American Way of Life, nicht, wo jede Stadt der Welt, nicht, also ungefähr dieselbe Shoppingmeile mehr dort findest. Ja, wichtig ist aber, darauf kommt es eigentlich an, dass dieses gute Leben für alle in einem Wohlstandskonzept ausformuliert wird, das also einerseits diesen Ansprüchen genügt, also nicht mehr Naturverbrauch, und also qualitative Elemente hat, die also keinen Naturverbrauch erhöhen, gleicher, sicherer Zugang zu Grundbedarf, Sicherheit, freie Zeit, Anerkennung, Resonanz, also nicht entfremdete Sozialbeziehung, gerechte Differenzierung, Anerkennung und so weiter und so fort. Weil das könnte nach meiner Vorstellung, gegen diese Verzichtspropaganda, weil Verzicht ist meines Erachtens der falsche Begriff, weil Verzicht setzt in meinem einfachen Verständnis von deutscher Sprache voraus, dass etwas freiwillig geschieht, das wird aber nicht bei allen freiwillig geschieht. Verzicht betont nur den Verlust und nicht den Gewinn. Und es gibt noch ein drittes Moment, das habe ich jetzt vergessen hier, das mich hindert. Also Verzicht bin ich völlig dagegen. Ja, und das sind diese Punkte, die ich hier nur andeute für dieses Wohlstandskonzept. Das ist nicht das, was am grünen Tisch von Intellektuellen ausgedacht wird, sondern da gab es ein interessantes Projekt, wo also, glaube ich, 35 soziale Bewegungen, Initiativen zusammenkamen, wo man herausfiltert, was sind die gemeinsamen Werte und Ziele. Das ist etwas, was lebt und was gewissermaßen nur verallgemeinert wird, auch bei Gewerkschaften selbst. Die haben dieses Ziel hier, gute Arbeit, also wo es um Arbeitsbedingungen, Arbeitsinhalte geht, um nicht ständige Leistungskontrolle und dergleichen, also nicht nur um Kohle, nicht? Also das ist ganz wichtig, solche Sachen wie gute Arbeit, weil dort, wenn man das in den Griff kriegt, dass die Arbeit attraktiver, sinnvoller wird, dann entfallen Ursachen
für kompensatorischen Konsum. Nicht? Also dass man sich außerhalb dessen doch als King dann präsentiert, wenn man in dem wesentlichen Bereich von gesellschaftlicher Tätigkeit eine gerechte Anerkennung verspürt und einen Sinn erkennt. Ja, also es gibt Utopiekongresse und so weiter. Also das wird diese Stichpunkte, die ich hier genannt habe, nicht? Die werden dann auch konkretisiert auf einzelne Lebensbereiche. Was heißt das für Wohnen, was heißt das für Mobilität, was heißt das für Arbeit und so weiter. Und der Kern, die Kernfrage ist immer, wie kann man ein weniger an Naturverbrauch mit einem besseren Lebensqualität, also mehr Lebensqualität mit einem gerechter verbinden. Das ist die durchgängige Preisfrage. So, wir kommen, wir nähern uns, ja, wie zeitlich? Also 5 Minuten, okay. Ja, kurzer Blick. Wer will das überhaupt? Was sind die Propagandisten? Nicht Propagandisten, ja auch Propagandisten im positiven Sinne, aber Protagonisten und Sympathisanten. Jetzt im Vergleich zum Durchschnittsprofil der deutschen Bevölkerung. Also sie sind stark akademisiert, großstädtisch, weiblich. Das ist wirklich ein Schlag in allen Indikatoren, sind weiblicher, jünger. Einkommen schwankt von prekär, also die völlig Alternativen, die Aussteigen, bis hin, ja, bis hin Mittelschichteinkommen. Lebensstil, die sind stark engagiert in Bewegungen, Initiativen, lokaler, regionaler Ebene und auch in der Tat haben sie insgesamt einen Unterschied, das ist empirisch untersucht, einen unterdurchschnittlichen ökologischen Fußabdruck, jetzt CO2. Aber eine Ausnahme gibt es, aber das konterkariert das Unterdurchschnittliche nicht, Fliegen. Sie sind also sehr kosmopolitisch und welthungrig, also das ist ein bisschen ein Ausreißer. Aber das, was die Sarah Wagenknecht da schreibt, dass es nur so Lifestyle-Leute sind, die also gewissermaßen Wasser predigen und Wein trinken, das ist empirisch falsch. Das kann man eindeutig anhand dieses Spektrums in der Bevölkerung, die sozial-ökologisch engagieren, widerlegen. Politische Überzeugung ist ja überraschend eher links, in verschiedensten auch sich zum Teil bekriegen, eher links, also feministisch, anarchistisch, kritisch. Den Übergang zur Postwachstumsgesellschaft stellen sich alle demokratisch vor, friedlich, von unten getrieben, mit dem Dampf gemacht wird durch soziale Bewegungen, Initiativen und neuerdings auch wird dem Staat völlig zu Recht eine größere Bedeutung beigemessen. Er muss regulieren. Die Konfliktorientierung wird größer, siehe hier Extinction Rebellion und so weiter, ziviler Ungehorsam. Ja, konzentriert sind die Leute also in Bewegungen, Initiativen, NGOs, Minderheiten auch in Medien, in der Wissenschaft, zum Teil auch in Gewerkschaften und in Parteien gibt es ein paar Strömungen, die in diese Richtung tendieren. Ja, dann gibt es unterschiedliche Strömungen in dieser Bewegung, die will ich jetzt mal nicht charakterisieren, das lasse ich jetzt einfach weg. Ich will nur sagen, den einen wahren Postwachstumsansatz kann es eigentlich gar nicht geben in einer Gesellschaft, die sozial zersplittert ist, die weltanschaulich plural ist und die zunehmend digital in Blasen kommuniziert. Deswegen ist für mich Postwachstum das nicht ein bestimmter Ansatz, wie gesagt, der Nico Pech hat einen anderen Ansatz als Tim Jackson und andere, sondern das wesentlich Gemeinsame, das Verbindende. Das habe ich versucht, hier ein bisschen rauszuhaben. Das ist eben diese Reduktion, also diese Grundelemente, die ich genannt habe. Und diese Vielfalt der Ansätze, die es gibt, ist auch ein Vorteil, weil die Zukunft hat ja die blöde Eigenschaft, die ist ungewiss. Wir wissen nicht, also ob wir eine Katastrophe, Diktatur und so weiter. Und da ist diese Vielfalt der Ansatz und der Lösungsvorschläge. Der Barrow hatte dann eine gute Idee, das sprach von Rettungsbooten. Louis Barrow war ein ganz toller Vordenker dieser ganzen Geschichte. Das kann ich alles, das ist alles im Buch nebenbei bemerkt. Könnt ihr alles nachlesen, ich gebe dann noch meine E-Mail. Ich habe auch noch ein paar Exemplare für 20 Euro zum Vorzugspreis. Ja, fiel mir jetzt gerade ein, Barrow, Rettungsboote. Die Zukunft ungewiss, deswegen viele Rettungsboote bauen und vielleicht haben wir 1, 2, 3, die dann auch wirklich passen.
Ja, das war das. Ja, jetzt, also letzte Gedanke. Wie könnte man sich hier in Deutschland, Ampelregierung etc., erste Schritte eines Übergangs in Richtung Passwachstum vorstellen? Wie könnte das aussehen? Jetzt spinne ich mal ein bisschen. Also ich nenne mal ein paar Sachen, die ich für wichtig halte als Bedingungen und Voraussetzungen. Also das erste wäre wirklich diesen gegenhegemonialen Diskurs intensivieren. Was ich ja schon sagte, also desillusionieren, also Illusionen beseitigen, dass grüne Energien im jetzigen Umfang die Wirtschaft aufrechterhalten können, was maximal fortsetzbar ist. Und B, aber genauso wichtig, die Gewinne an Lebensqualität aufzuzeigen, die mit einer solchen Reduktion einhergehen könnten. Weiterhin wäre wichtig, aus den vielfältigen Bewegungen, Initiativen und so weiter, es gibt eine breite politikfähige zivilgesellschaftliche Allianz zu bilden, die in der Lage ist, wirklich kritische Massen zu mobilisieren, die wiederum unumgänglich Parteien, Staat unter Druck setzen, im Sinne von Reformen, die diese Bedingungen verbessern. Ja, politikfähig wäre schon wichtig, weil, gut, das lasse ich jetzt weg, ja. So, und zentral wäre diese 1,5-Grenze, darum könnte sich das Ganze herauskristallisieren, dass die nicht zulasten anderer sozial-ökologischer Ziele und nicht zulasten eines wachstumsunabhängigen Wohlstands geht. Aber man kann mit ziemlicher Sicherheit vermuten, dass die Klimapolitik der Ampel die Zwischenziele für 2030, für 2035 scheitern werden. Das ist ziemlich sicher. Denn ich nenne nur zwei, drei Punkte. Die Ressourcen, die vorhanden sind, reichen nicht aus, um ihre Ziele zu erreichen. Also, man braucht Ressourcen in den Klimaschutz, nicht? Also dass man investiert in die ganze Umbauindustrie. Man braucht Ressourcen in die Katastrophenreparatur, die also immer stärker wird. Man braucht Ressourcen in die Vorbeugung, in die Klimaanpassung. Allein was in den Städten gemacht werden muss, nicht? An den Gebäuden oder Schwammstadt, also die Extremwetterereignisse, das ist enorm. Das ist aber nur Klima. Daneben gibt es ja noch die ganze alte marode Infrastruktur. Nicht? Ich habe die Deutsche Bahn schon erwähnt und vieles andere da. Das ist finanziell nicht zu stemmen, das ist ökonomisch nicht zu stemmen, das ist personell nicht zu stemmen. Also allein um die Erneuerbaren, um die Sache hier abzuschließen, hier zu enden, bräuchte man 787.000 Handwerker und Ingenieure, die nicht da sind. Für die Gebäudesanierung sind die Handwerker nicht da. Also es geht nicht. Dann werden die Widersprüche zwischen ökologischen Zielen werden sich verschärfen. Also wenn man mehr Windräder bauen, nicht, dann Landschaftsschutz, Landschaftsbild, Naturschutz. Also das geht nicht auf. Oder Einschränkung der Demokratie, was jetzt hier, ja, damit es schneller geht, wird hier also kein Mitspracherecht mehr für Verbände und so weiter. Dann die Investition, die man macht für Klimaschutz, Anpassung und so weiter, haben ja selber Rebound-Effekte. Das sind alles Investitionen, wo Beton drinsteckt, also Zement ist 7% der weltweiten CO2 ist Zement. Also das geht nicht auf. So, es wird also Weichensteller geben, die sich jetzt schon andeuten mit Wiederbelebung, AKW und so weiter. Und um Rückfälle zu verhindern, müsste durch die Allianz, die ich erst schilderte, wo auch Gewerkschaften sollte mit einsteigen müssten, müsste eigentlich eine klimapolitische Notbremse gezogen werden. Und diese Notbremse hieß nicht anders als Reduktion, wo sie jetzt nicht rangehen. Die denken alles Mögliche sich aus, aber gehen nicht ran, nicht mal, jetzt gehen sie ein bisschen ran, Werbung oder so, Beleuchtung, nicht, aber da gibt es so viele Luxusprodukte, völlig sinnlose Bereiche, die man streichen müsste, statt jetzt zu reden, wie kriegt man hier den warmen Winter einigermaßen über die, wieder. Also man müsste nach einem demokratischen Verfahren eine sozial-ökologische Streichliste. Was wird gestrichen, wird reduziert, ersatzlos oder zumindest partiell,
wenn die Klimaziele verfehlt werden. Das wäre, und das könnte meines, also, und nach dem Kriterium, es würde wiederum die ganze Diskurs in eine gute Richtung verschieben, nämlich in die Richtung, wie wollen, wie können wir leben in einer jetzt schon sehr vollen Welt. Und das wären für mich zugleich Einstiegsreformen, Einstiegsbewegungen zu einer Postwachstumsgesellschaft. Aber das, es wird kein Spaziergang, es gibt zwar viele Anknüpfungspunkte dafür, auch in dem allgemeinen Bewusstsein, den ich nicht schildern kann, aber es wird ein sehr konfliktreicher Kampf werden, es wird viele erbitterte Widerstände gegen Deprivilegierung geben. Also, sechster Punkt, Zusammenfassung, Postwachstum ist notwendig, das ist nicht umsonst, ach, habe ich jetzt vergessen? Das steht da. Ah, ist schon da, ja? Okay, dann können wir das Licht auch ausmachen. Ja, wieder zurückgehen. Postwachstum ist notwendig, also nicht umsonst, sondern um die Not zu wenden. Es ist wünschenswert, es könnte viele Vorteile bringen, neben dem großen Vorteil, dass wir unsere Zivilisation erhalten. Und es ist eigentlich machbar. Das war mein letztes Wort. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja, danke, Frank Adler, und erstmal so, uff, ne? Gibt's Fragen? Gibt's Anmerkungen? Ich habe da hinten bei dem jungen Mann da was, da hinten bei der jungen Dame, oder? Ich würde vielleicht mal die erste stellen. Ja, ich vorher sagen, also ich habe hier eine Kamera, ich würde nicht ins Publikum filmen, würde die aber weiterlaufen lassen. Das kommt dann nur im nicht kommerziellen YouTube-Kanal. Wenn da jemand was dagegen hat, kein Problem, mache ich sie aus. Also hat keiner was dagegen? Keiner was dagegen, lasse ich sie weiterlaufen. Okay. Wir haben kein Publikumsmikro, das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Frage stellt, würde ich die einfach nochmal wiederholen, damit das drauf ist. Ja? Okay, Matthias, erste Frage. Also ich bin zu hören in der Kamera sozusagen. Okay. Für mich ist genau die Frage des Weges. Ne? Also ich zähle mich auch eher zu den Leuten, die sicherlich eher anarchistische, basisdemokratische oder wie auch immer Strukturen bevorzugen. Nur lese ich in letzter Zeit immer öfter, dass auch beim Thema Klimawandel und also beim Thema Postwachstum dann sowieso das vermutlich nicht funktionieren wird. Also ich stelle mir jetzt gerade wieder 3. Oktober vorbei und wir wurden wieder als die lustige Bevölkerungsgruppe dargestellt, die 10 Jahre auf ein Auto warten musste. Und also ich meine, darüber reden wir dann. Ne? Also gibt es Studien oder gibt es Beobachtungen, die sagen, da geht was, oder ist es schlussendlich doch, man muss es von oben machen? Du meinst durchregieren? Durchregieren, also weil ordnungspolitische es wird nicht von unten passieren, so schlimm sich das, so doof das ist. Aber ja, ja. Kann ich nur gleich drauf, das ist wirklich eine ganz zentrale Frage, weil es stehen sich zwei Strategien gegenüber, die eigentlich zusammengehören. Nicht? Die eine Strategie ist wirklich, ist die anarchistische Tradition, das ist auch in Spanien und so in Südeuropa sehr stark, das waren wesentliche Impulse, aus dem die Postwachstumsbewegung hervorgegangen ist. Wie gesagt, von unten und so weiter. Und die andere sagt, nee, wir brauchen einen Staat von oben. Nee, der Witz ist das Zusammenspiel. Von unten den Druck machen, dass der Staat, der macht das nicht freiwillig, die Parteien machen das auch nicht freiwillig, gezwungen ist, Bedingungen zu verändern. Also das ist die zentrale Achse von Veränderung, finde ich. Und deswegen bin ich auch gegen Nico Pech. Nico Pech sagt, ja, anfangen. Politik läuft den Leuten hinterher, also Parteipolitik, nicht? Das ist eine Konsumentendemokratie. Die machen nur Versprechungen und die Versprechung, also immer mehr Konsum, und es geht in die Irre und so weiter, nicht? Also selber anfangen, Initiativen gründen und so weiter und so fort. Die Kraft des Beispiels, das ist ein avantgardistischer Ansatz, die Kraft des Beispiels und dann ich als Fürsprecher, also ich nutze jetzt ein bisschen, und dann noch ein paar charismatische Fürsprecher, das dann durchströmt das die Gesellschaft, dann kippt das die Gesellschaft und dann haben wir eine neue Gesellschaft. Und das ist eine totale Illusion, muss ich sagen, als Soziologe. Weil Menschen, es gibt immer Minderheiten, ist ganz wichtig, nicht? Also auch, glaube ich, eine Versicherung für die Arterhaltung, habe ich auch bei meinen Hühnern beobachtet, es gibt immer welche, die aus der Reihe tanzen.
Nicht? Und das ist auch, wenn das Kollektiv auf den Abgrund zumarschiert, nicht? Dann sind wenigstens noch ein paar übrig, die also die Sache retten. Aber in der Gesellschaft ist es komplizierter. Die Menschen richten sich nach den Normen, nach den herrschenden Normen. Und die muss man verändern. Deswegen kann man nicht darauf setzen, dass diese avantgardistische, moralische Motivation, dass die wiederholbar ist in der Breitmann. Nee, man muss die nutzen, und die müssen auch möglichst viele sein, das ist auch positiv, aber um so die Bedingungen zu verändern, oder wie Brecht sagt, der Armland, das Helden braucht, so zu verändern, dass man nicht Held oder überzeugt oder intellektueller sein muss, um sich nachhaltig zu verhalten. Nicht, dass man also vernünftige Mobilitätsbedingungen hat, dass die Norm nicht ist, riesengroße Wohnung, sondern dass man da sich bescheidet und so weiter. Die gesellschaftliche Norm muss verändert werden. Und da brauche ich das Zusammenspiel. Das wird oft genannt so als Beispiel hier dieses erneuerbare Energiengesetz, nicht? Dass man, das ist die Kunde. Da fällt mir eine Anschlussfrage ein, wie soll das funktionieren? Weil du hattest das zwischendurch schon angedeutet, dass die Veränderung, viele wünschen sich von den aufgezählten Protagonisten und Protagonistinnen, nicht zu vergessen, die Postwachstumsprotagonistinnen sind ja eher weiblich, die wünschen sich also einen friedlichen Wandel. Aber du hast angedeutet, und so sehe ich das auch, dass es eher weniger friedlich wird, weil, wie sagte Warren Buffett schon, jawohl, es gibt einen Krieg zwischen Reich und Arm und den werden wir gewinnen, sagte er als damals der reichste Mann der Welt. Es geht ja immer darum, Freunde zu verteidigen und wie man überall auf der Welt sieht, wird das auch gerne mal mit Waffen ausgetragen. Also was ich jetzt sehe, also nur mal so ein kurzer Input von dem, was ich dazu denke und dann bitte gerne Meinungsäußerung, Widerspruch, ist, dass der Staat im Moment gerade dabei ist, nochmal neu seine Pfründe zu verteidigen, dass es mehr Überwachung gibt, also auch angefeuert durch die Möglichkeiten, die durch die Ordnungsmaßnahmen in der Corona-Krise geschehen sind, also noch mehr Überwachung. Also wir haben ja erlebt, dass die vom Staat mitfinanzierten Handy-Apps ja also von der Polizei dann auch geknackt wurden. Ist ja dann also in sämtlichen Medien auch, gab es einen kurzen Schockmoment, aber das läuft ja schon. Das Polizeigesetz, wir haben alle demonstriert so in den Jahren 18, 19, als sich das hier so langsam in die Bundesländer rein diffundierte, also große Demos in Brandenburg, in Sachsen, in Dresden. Dann kam Corona und plötzlich hat niemand mehr darüber geredet, aber das läuft ja. Also ich denke, der Staat wird schon sich verteidigen oder das verteidigen, wofür der Staat eigentlich da ist, nämlich die Konzernmacht zu stützen. Also das ist meine große Befürchtung, dass wenn sich hier wirklich was ändern soll, dass es dann eben eher nicht so friedlich läuft, denke ich. Gibt es Einspruch? Ich würde sogar sagen, Warren Buffett meinte, wir haben gesiegt. Nicht, wir werden siegen. Also ich fand so ein bisschen merkwürdig im Vortrag, das ist eine große Appellation, ist alles gut und so weiter. Also ich bin gleichzeitig skeptisch und optimistisch. Sozusagen. Es hört sich ein bisschen an, danach Verzicht muss sich lohnen. Aber wer senkt die Miete? Die Mieten müssen gesenkt werden. Das ist das Bindemittel, dass die Leute 8 Stunden arbeiten. Okay, kurz wiederholen. Also wer senkt die Miete? Du sagst, es war eine große Appellation, der Vortrag. Im Prinzip ist so einfach. Ich wiederhole dich einfach dafür, damit die Leute, die den Stream dann gucken, auch wissen, worauf wir antworten. Ja, nochmal die Frage, also wer senkt die Mieten? Nee, lass mich mal eben ausreden sozusagen, sonst komme ich auch raus. Also ich würde ja sagen, die Revolution passiert durch Evolution. Es wird einfach in China, sieht man schon, es gibt kein sauberes Wasser mehr. Die französischen Atommeiler haben zu warmes Wasser. Könnte nicht weitergeführt werden. Also man sieht ja auch in Deutschland, das wird nochmal nicht sauer ausgelassen. Es werden mehr Autos gekauft, 580 pro 1000 Einwohner, außer Berlin im Durchschnitt. Und so Sachen, der Kapitalismus lässt nochmal richtig, wer sollte in Zukunft die Börse verbieten, zum Beispiel Getreide, Spekulation und so weiter, wer sollte das tun? Also es wird einfach einen Zwang dazu geben, durch das Klima, dass die Leute einfach am Ende keine Luft mehr haben und kein Wasser in gewissen Regionen, südlichen, wie über die Jahreskreis, der nördlichen, bleiben scheinbar verschont, aber nur scheinbar, weil sie ja hier immer noch gewisse Soja-Geschichten importieren.
Ich muss sagen, es wird auch plötzlich mehr Gas verbraucht in Deutschland, erstaunlicherweise niedlicherweise als 19 im letzten Monat. Man hört so Zahlen, die Leute sind einfach deppert. Aber sie werden in Zukunft dazu gezwungen werden, sozusagen weniger insgesamt zu verbrauchen. Fleisch und so, das wird einfach nicht mehr leistbar sein. Und die Sache läuft gerade, was du meinst, mit der Sicherheit ist eher ein Faschismus, den wir eh kriegen. Eine Art, wenn ich Schäuble höre, nein, Teilzeit ist Mist und die Leute sollen nicht so viel Spaß haben, die sollen durcharbeiten. Schäuble ist einer der größten Nazis, den wir hier je hatten und immer noch haben, leider im Hintergrund, vom Einheitsvertrag bis heute, neoliberal Griechenland und so weiter. Und wird hier gehandelt als sonst wer, große Europäer und so weiter, das sieht immer noch fehlen im Hintergrund. Das sind so Leute, die wandeln, die kann man nicht so schnell aussterben, weil die ziehen ihre Leute nach. Also bist du eher fatalistisch unterwegs? Also es gibt einfach einen Zwang, die Natur wird die Menschheit zwingen, was zu ändern, aber es wird zu spät sein. Und dann eine Frage noch, ich glaube nicht daran, dass ich das aktiv gestalten lässt, was ich rausgehört habe, sozusagen. Es wird einfach... Okay. Es gibt immer mehr Praxis und Theorien, die sagen, an der Klimawende ist nicht mehr zu arbeiten, die Energiewende 2 des Altmaier, das war einfach ein Rückdrehen, sondern es kann in Zukunft nur noch an den Symptomen gearbeitet werden. Also wie dämpfen wir das ab für den Norden, für Deutschland, Europa, die Chinesen machen ihr Ding, die Australier machen ihr Ding. Wollte da hinten noch jemand? Ich glaube, du bist eher fatalistisch unterwegs und sagst die... Ja, Fatum. Ja, also das Negative, die negative Ausprägung. Okay, war da hinten noch jemand? Hansi, wolltest du noch was sagen? Keine Einlassung mehr? Frank, willst du darauf entgegen? Okay. Also erstmal würde ich dir widersprechen, ich würde den Staat nicht so als einen einheitlichen Block sehen. Okay. In den Staat und den Staatsapparaten arbeiten auch Leute, die sind durchaus ansprechbar. Zweitens, die Eliten, oder wenn man jetzt die Spitzen des Staates sieht, sind unter bestimmten Umständen, da gibt es keine Garantie dafür, aber es gibt die Möglichkeit, dass die Eliten, wenn es hart auf hart kommt, sich spalten. Ja, dass auch ein Teil der Elite umschwenkt. Beispiel ist dieser New Deal in den USA, als es wirklich bürgerkriegsartige Zustände gab, der Weltwirtschaftskrise in den USA, dass da ein Teil der Eliten umgeschwenkt sind und Steuer- und Umverteilung riesigen Ausmaßes vorgenommen haben, nicht? Um das System zu retten allerdings. Ja, das ist klar, aber das ist durchaus möglich. Drittens würde ich sagen, deswegen sagte ich, eine politikfähige, breite Allianz. Wenn man aus der Draufsicht auf die deutsche Bevölkerung guckt und nach Einstellung zur sozial-ökologischen Transformation. Dann haben wir sehr stark verkörpert, im Buch alles im Detail nachlesbar, einen Block, der offen ist für sozial-ökologische Transformation, nicht unbedingt alle für Postwachstum, da haben auch viele mit Technik illusioniert, aber die sind erstmal, die sagen, wir wissen hier was grundsätzlich verändern. Also, im zweiten, liberal-steigerungsorientierten Block, der dagegen ist, der die Privilegien verteidigt, ungefähr gleich groß, 25-30% oder irgendwas. Und den dritten, die sind dazwischen. Und mit Politik meine ich, und anders wird es gar nicht gehen, meines Erachtens, wenn man Mehrheiten erzielen muss, dass man auf Risse, und die letzten beiden Blöcke sind nicht homogen. Da gibt es also verschiedene Einstellungsmuster, zum Beispiel bei dem dritten Block, kann man andocken auch an traditionellen Vorstellungen von Sparsamkeit gegen Verschwendung und so weiter. Das sind also keine Intelligenz, über die ältere Generation, ländliche Bevölkerung. Also könnte man die rüberziehen. In den liberal steigerungsorientierten Block, wo die also zum Teil ihre Privilegien hart verteidigen wollen, gibt es aber Leute, die also nicht unbedingt Pegida und Rechtspopulist, die also liberale Grundwerte aufrechterhalten. Nicht? Und wenn das zur Alternative wird, wenn jetzt also Pegida-Leute, das wäre jetzt deine Logik hier, nicht? Also wenn alles so weiterläuft und unter Zwang die regiert, nee, das macht erstmal die Rechtspopulisten stark. Und dann wird ein Teil dieses liberalen Blocks der Eliten, die könnten umschwenken. Also man könnte sich also vorstellen, wie man Mehrheiten kriegt, das sind auch keine ewigen Mehrheiten,
Nicht? Also muss man immer wieder neu, es ist immer flüssige Verhältnis. Hier AKW, wie die Stimmung jetzt umschwenkt, nicht? Also dass die AKW weiterlaufen lassen. Aber das, also Politik, da müsste man also wirklich, gibt es Möglichkeiten, Mehrheiten zu bekommen. Und die Miete, also die Mietdruck enteignen, ist an sich nur ist an sich ein Beispiel für das, was ich meinte. Durch enormen Druck von unten schwenken Teile der politischen Elite um und könnten eventuell offen werden für Reformen, aber das ist eine völlig offene Frage jetzt in Berlin, auch für Enteignungen und solche Geschichten da nicht. Aber die Mieten werden trotzdem nicht gesenkt. Oder? Wie? Die Mieten werden trotzdem nicht gesenkt, weil wir brauchen eine Reparatur, wir brauchen da irgendwie. Ja, das erstmal stimmt, das ist nur eine Bedingung. Gibt es genug Handwerker? Man darf ja kein Familiengeld in Bayern machen. Nee, Handwerker, sorry, aber Handwerker gibt es nicht genug. Nee, also, die sind entschieden zu wenig. Wenn wir alle geben und weniger den Neubau und so. Mhm. Aber doch, das kann man okay. Aber wer macht sowas? Ja. Da gibt es, ja, stimmt, das ist ein großes Defizit. Da müssen viele, man aufwerten bestimmte Berufe, nicht? Also man müsste, alle wollen sie studieren. Es kann sich selber einregulieren, indem die alle keinen Job finden, die da hier, alle hier und studieren. Aber Handwerk muss auch, Gleichheit. Gleichheit ist auch hier der Schlüssel zur Lösung. Es gibt keinen Grund, weshalb einer, der einer geistigen Arbeit nachgeht, mehr verdient als einer, der die Straße fehlt. Gibt es nicht. Sind nur Machtverhältnisse. 70% der Regierenden im Bundestag sind Anwälte oder 80%. Ja. Ich meine bloß, es gibt also gute Gründe, und das wird sich um, das deutet sich ja schon an, dass wenn das knapp wird unten, nicht, also wenn bestimmte Berufe, dass die bessere Chancen haben, mehr durchzusetzen durch Gewerkschaften. Aber nur noch einen Satz, ich will nicht zu viel reden, nochmal hier mit, dass ich über einen Zwang einrede. Das glaube ich eben nicht, sondern Zwang, also wenn nur die äußeren Umstände sich, wenn immer weniger wird, also wie du sagtest, nicht, also auch Ernährungsknappheit und so weiter und so fort und weniger Wasser, das ist ja alles völlig richtig. Aber wenn man das dem Selbstlauf überlässt, wenn also die, das nennt man so Degrowth by Disaster, nicht? Also wenn das chaotisch über uns hereinbricht, das und nicht gestaltet wird, sozusagen, das nutzt den Rechten. Das wird wirklich zu einer, und das wird nicht zu der Ökodiktatur, die manche FDP-Leute an die Wand malen, dass die Ökoaktivisten an die Macht kommen, sondern das wird die Ökodiktatur der Mangelverwaltung durch die Rechten. Also da bin ich, also dass der Zwang die Sache regelt, bin ich völlig dagegen. Also du meinst jetzt den nicht Zwang von unten, ne? Dass der Zwang der äußeren Umstände, ach so, ja, einfach weniger da ist, dass dann das zur ökologischen, das ist ein Moment, aber das muss politisch gestaltet werden. Also. Ich wollte nochmal auf dieses, auf deine Einlassung gegen meine Einlassung zum Staat zurückkommen. Mm. Du hast ja in deinem Buch auch Ralf Füchs mit dabei, mit seinem Zentrum der, wie hieß das, neoliberale Moderne. Den kritisiere ich aber, und so muss ich gleich glauben. Na klar. Herrlich kritisierst sie die. Wer Küppersbusch kennt, das ist ja ein Politcomedian, der hat vor ein paar Wochen die auch mal auseinanderklamüsert und hat also heraus, Moderne, ne? Genau, und hat rausbekommen, dass dieses Zentrum, also Füchs ist ja einer von den Protagonisten, die Frank im Buch vorstellt und sehr scharf kritisiert, die eben innerhalb dieses Denkens Green New Deal, wir können das alles mit Technik regeln und dann können wir eben halt grün einfach weiter wachsen. Das hast du ja jetzt hier schon schön zerlegt, muss ich nicht nochmal. Aber dieses Zentrum von Ralf Füchs mit seiner Frau, Marie-Louise Beck oder so, die werden ja vom Bundes-, ich glaube, Innenministerium und auch Wirtschaftsministerium in mehrfacher sechsstelliger Zahl oder noch, ich glaube, es geht schon in die Millionen, also 500.000, 600.000 hat er nachgewiesen. Der Küppersbusch, die werden ja finanziert. Und das ist ja so ein Think Tank, der also durchaus damit dann auch die Mittel hat. Und jetzt kommen wir auf die Veränderung des Diskurses. Jetzt kommen wir darauf, wie soll das geschehen? Ja? Also weil die gehen mit dem Geld, was sie ja vom Staat kriegen,
Na klar, es gibt auch die Luxemburg-Stiftung, es gibt die Welt-Stiftung, es gibt die Böckler-Stiftung. Ja. Das ist für mich kein... Klar, solche Sachen gibt es immer. Der ganze neoliberale Schwenk durch die Thatcher und durch Reagan, der ist durch die Pellegrin-Gesellschaft. Da gab es ein paar Vordenker, hier der Hayek und der von Mises, die also auch antikommunistisch und so weiter, gegen Staat, gegen Keynesianismus, die haben das in 40er, 50er Jahren vorgedacht und durch solche Gesellschaften mit langen Arten vorbereitet. Die haben dann erstmal die ökonomische Wissenschaft durchsetzt und so weiter und so fort. Also sowas gibt es immer. Nicht? Also man muss eben nur Gegengewichte schaffen und zum Glück sind die nicht alleine. Nicht? Und der Füchs, aber der ist nochmal jetzt widerlegt worden, ich kann nochmal auf Ulrike Herrmann verweisen, Füchs hatte damals die Idee, Sahara, Riesensolarparks in der Sahara, weil Deutschland ist die Sonne doch ein bisschen schwächer so ein bisschen, aber Sahara ist eine dicke da. Und dann mit Leitung und so weiter. Und hat die ganzen Zwischenstufen, dass man das, also das kann man empirisch widerlegen, dass das eine unsinnige Idee war. Nicht? Und aber wenn man diese, man muss aufpassen, dass man nicht in die Nähe von irgendwelchen Verschwörungsgeschichten kommt, dass man sich sagt, okay, da gibt es ein paar Klüngel, denken sich das aus, werden sogar noch staatlich unterstützt und so weiter. Und welche Ideen auch Anklang finden in der Gesellschaft, das hängt ja auch von bestimmten Bedingungen ab, nicht? Dass der Neoliberalismus in den 70er Jahren und so weiter, der hat angedockt, nicht? An bestimmten, dass man nicht mehr reglementiert werden sollte und so weiter, dass die Hierarchien in den Betrieben flacher werden. Also der hat an realen Bedürfnissen angedockt und hat das natürlich dann entsprechend umgemünzt. Aber okay, das war jetzt ein anderes Thema. Gut, also ich würde noch mal in die Runde fragen, ob es noch Einlassungen gibt, Widerspruch, Anmerkungen. Ja, vor allem Widerspruch ist immer interessant für den Autor, nicht? Das will man besser gar nicht. Aber ich will trotzdem noch mal auf den Staat. Du bist da gleich reingegrätscht, jetzt will ich doch noch mal was dazu sagen. Es wird ja mal hier so vom freien Markt geredet. Wir haben über Konkurrenz gesprochen. Konkurrenz auch so als einer von vielen Momenten, die so Wachstum anfeuern. Und es wird vom freien Markt geredet, aber was wir jetzt erlebt haben, ist ja, dass der Markt ja gar nicht so frei ist. Und du hast das schöne Beispiel gebracht, wie diese Abwasserbetriebe, die Großen, nach der Wende in den Osten geändert haben. Und soweit ich informiert bin, haben die ja auch Gelder bekommen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Also da hat ja der Staat ganz gezielt, flächendeckend in das ganze Gebiet der ehemaligen DDR rein investiert, damit aber diese Firmen dort monopolistisch agieren können und Frank Adler eben nicht seine Bio-Kläranlage und viele andere. Also ich habe dazu auch mal einen Beitrag gemacht und war in ein paar Dörfern, wo die Leute also kurz vor dem persönlichen Ruin standen, weil sie diese Zwangsgebühren zahlen mussten, ob sie wollten oder nicht. Das ist also flächendeckend im ganzen ländlichen Raum in Ostdeutschland passiert. Das ist also ein Beispiel dafür, dass der Staat eben den freien Markt auch einschränkt, aber in diesem Fall ja dann auch in eine Richtung, wo da geht es ja schon in eine Richtung Marktmacht, Monopolisierung, also Beeinflussung. Also und das muss irgendwie zurückgedrängt werden. Und da habe ich noch keine Idee, wie das unblutig passieren soll. Ja, der Staat, das ist so eine, der spiegelt so die Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft wieder, nicht? Der kann so und so. Jetzt kommt da eine Einlassung. Ja, von der richtigen Seite, weil es gibt. Warte kurz, bis die Tür zu ist, das wäre toll, wenn ich dich verstehe und dann. Also es gab ja 2005 bisher, der Murray Bookchin verstorben in den USA und war ein bekannter Ökonomist. Und jetzt ja sein Leben lang damit beschäftigt, auf diese Ökonomie der Freiheit umzustellen. Der selber früher Arbeiter war. Und wie soll ich sagen, wie wäre Ihre Einstellung dazu? Oder haben Sie da was gelesen über ihn oder wahrgenommen? Weil ich denke, also ich gehe jetzt nicht auf so eine Einzelperson ab oder so, sondern auf die Idee nur, dass es praktisch halt notwendig wäre, erneut wiederum, wie soll ich sagen, einen freiheitlichen Kommunismus oder Sozialismus oder den libertären Weg zu finden,
der dann, wie soll ich sagen, diese, ja, ich sage sogar umgekehrt, die neue alte Gesellschaft aufbaut. Also das, was ich alt bin, die Welt hat dieses Neue hinein. Und das Neue wäre praktisch im Grunde genommen, sage ich mal auf die Schnelle, eine weitestgehende Dematerialisierung, wie ja angedeutet worden ist. Es geht ja darum, den Leuten bewusst zu machen, es muss nicht jetzt wie in Deutschland weltweit jeder zweite Auto fahren und so weiter und so weiter. Sonst geht ja darum, wie kriege ich das so hin, dass ich aus diesem Staat herausgehe und wie soll ich sagen, Gemeinschaften aufbaue, die diese Märkte als kapitalistisches System gar nicht mehr gebrauchen. Ja, das ist eine ganz zentrale Idee in der ganzen Postwachstumsbewegung, also auch die Dezentralisierung, Gemeinschaft und so weiter. Aber das Problem ist aber, so kann man sich auch vorstellen, wenn einmal eine Postwachstumsgesellschaft etabliert ist, die Grundlagen des Kapitalismus auch aus den Köpfen mehr oder weniger verschwunden sind. Da kann man sich vorstellen. Die Frage ist aber, wie kriegt man den Übergang hin? Wie kommt man von hier und heute? Und da sicher gibt es da anarchistische Gemeinschaften und so weiter, gibt es viel nicht, aber die kann man nicht verallgemeinern. Die setzen Überzeugungen voraus, die in dieser Gesellschaft nicht produziert werden. Das habe ich ja versucht. Und deswegen glaube ich, dass der Staat wahrscheinlich in der Übergangs-, übrigens keine allzu neue Idee, nicht? Also Pariser, gut, ja. Also in der Übergangsperiode eine gewisse Rolle, also eine stärkere Rolle spielen muss als etwas Regulierendes, nicht? Also, aber eben nicht freiwillig, sondern durch Druck von unten. Die Ulrike Herrmann, die ich heute schon mehrfach lobend erwähnt habe, die hat die Idee, kann man auch nur Fragezeichen nennen, aber es ist ganz originell, die hat die Idee, der Vorbild für den Übergang vom Jetzt zur Vision ist die britische Kriegswirtschaft. Es war Demokratie. Und der Konsum wurde runtergefahren, aber auf ein erträgliches Niveau. Da haben wir uns genau ausgerechnet, wie viele Kilokalorien braucht ein Mensch und so weiter. Den Armen ging es sogar besser. Es war alles in gleichermaßen betroffen worden. Die Militärindustrie ist also hochgefahren worden, nicht? Ja. Aber alles unter demokratischen Bedingungen, nicht? Ich sage, so ähnlich stellt sie sich das vor. Wie gesagt, ich habe da meine Fragezeichen jetzt nicht hier explizit. Sie sagt euch deutlicher, es wird so kommen, dass wieder Rationierung passiert. Rationierung, ja. Ich glaube, anders kann ich mir auch nicht vorstellen. Rationierung, Verbote, davor kann man, es traut sich keiner auszusprechen, aber davon, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Eben weil die Privilegien nicht freiwillig gewissermaßen abgegeben werden, hilft nur das. Und zwar so, dass sie oben einsetzen. Also nicht wie jetzt hier dieser Energie... Die Gießkanne jetzt. Ja, nicht die Gießkanne, die wirklich den Reichen... Sondern was wird ja zumindest über diskutiert. Die Leute sind ja wachsam geworden, dass solche Sachen wirklich sozial sensibel und gerecht gestaltet werden. Und nicht wie die Energiewende... bringt die gute Sachen, die Ulrike Herrmann, wie das wirklich den Reichen genutzt hat. Die konnten das anlegen, die haben weniger mit der Umlage zu tun gehabt und so weiter und so fort. Übrigens hat es nie eine freie Marktwirtschaft gegeben, weil... Wegen der Freiheit, siehe Tesla, es wird alles subventioniert. Das ist ja meine Rede, das ist ja meine Staatskritik im Kapitalismus, genau. Der Staat ist... Das hat es nie gegeben. Richtig. Brennt so offene Türen ein. Dazu noch? Ja, ganz aktuell, ohne auch wieder einen Staat rauszumachen. Chomsky hat es wunderbar beschrieben in den USA. Die ganzen Größen der IT-Industrie hat der Staat subventioniert, damit jetzt diese ganzen Größen ihre dicken Konzerne haben und, wie soll ich sagen, ihren dicken Profite machen. Aber im Prinzip, wie soll ich sagen, wie Siemens auch, oh, jetzt können wir keine AKWs hier in Deutschland bauen, da gibt es so viel Widerstand, also bauen wir halt Windräder dafür. Gell? Ja. Und eine Gefahr, die ich daran sehe, ist, würde ich sogar ein bisschen kritisieren, ich hätte nicht so viel Hoffnung in den Staat hinein, weil der Staat, wie gesagt, ist ja dann gespalten, weil das haben wir ja in Spanien gesehen, wenn es darum geht, ja, dann ist selbst bei diesem liberalen Staatsauffassung ziemlich schnell ein Bruch da, der sagt, nee, das ist uns eigentlich zu revolutionär, also das Libertäre, sage ich mal auf die Schnelle, ja. Also, wo die dann gemerkt haben, weil da haben ja praktisch in Spanien, nenne ich mal, auch die Spitze setze, war ja hochinteressant. Da haben sich sowohl
kapitalistische Staaten und Stalin und so weiter zusammengetan, um diese eigentlich sehr spitze abzubrechen. Und das ist eigentlich ein Punkt, der bis heute in der Linken auch nicht groß diskutiert wird. Und warum? Eben darum, weil daran also erkannt werden kann, wie sehr eine gefährliche, wie soll ich sagen, Massenbewegung entstehen kann, die dann die Frage stellt. Also mir geht es gar nicht mal um die Machtfrage, sondern mir geht es darum, dass dann diese Ökologie tatsächlich in die Freiheit übergeht. Gut, muss man jetzt auch nicht immer überstrapazieren oder als Illusion hinstellen oder als Heiligtum, weil es wird immer Schwierigkeiten geben. Ja. Aber das, dann geht es ja darum, dann am Punkt, eben, gleich in den USA und so weiter, ich denke, diese Staatskräfte werden immer danach Ausschau halten und ich habe nur die Befürchtung, hoffentlich klingt es dann der anderen Bewegung, so viel an Masse zu gewinnen, dass diese Kapitalfunktion nicht mehr so einwandfrei funktionieren kann. Denn dazu würde ich ganz kurz gerne was sagen und weil Frank immer Ulrike Herrmann zitiert, kann ich als Inspiration empfehlen, habe ich gerade geschickt bekommen, Annette Kehnel, wir könnten auch anders, eine Historikerin, die eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit, so dick ist das, aufgeschrieben hat. Ich bin noch nicht durch, bin ungefähr hier hinten so. Aber interessant ist, dass sie die heutige, also sie ist Mittelalterforscherin, also geht so bei ihren Forschungen zwischen 10. und 16. 17. Jahrhundert, dass sie relativ am Anfang Elinor Ostrom zitiert. Und ich bin ja ein großer Fan der Allmende. Und du hast gesagt, du willst nicht die Eigentumsfrage stellen. Für mich ist die sehr relevant. Eigentumsfrage ist immer, hast du gesagt? Ach so, sorry. Oder es kam falsch an. Ja, Entschuldigung. Ja, ja. Die Eigentumsfrage ist ja das, was in Spanien passiert ist. Ne? Und genau das ist die Gefahr. Die haben gezeigt, dass man ohne Staat sehr wohl solidarisch, genossenschaftlich miteinander leben, arbeiten und wirtschaften konnte. Und das wurde kaputt gemacht. Also gar nicht verwunderlich, dass Stalin von links raufgekloppt hat und die Faschisten und England auch. Also so, von beiden Seiten. Ne? Weil das, was sie da probiert haben, eben was jenseits von dieser staatlichen Herrschaft waren. Und für mich ist der Staat, tut mir leid, muss ich immer noch mal betonen, einfach ein Punkt in die Richtung, wir unterstützen hier das System und du brauchst keinen Staat, wenn du keine Großbesitzenden hast und keine Ausbeutungsverhältnisse, ist jetzt ganz grob gesagt. Also ich würde das Buch empfehlen, nicht alles ist ganz toll, aber immerhin ist es eine gute Grundlage, darüber zu diskutieren, was alles schon mal ging und wie gemeinschaftlich, solidarisch gewirtschaftet wurde, eben unter anderem auf der Allmende, der gemeinschaftlich genutzten Fläche, ob das ein See war oder eine Wiese oder eine Weide oder ein Acker oder selbst auch in Städten. Die Beginenhäuser in ganz Europa, die haben so funktioniert miteinander. Und das wäre so meine Idee in die Richtung, wie kann man anfangen. Nico Pech hat nicht ganz Unrecht, aber mir ist es auch zu wenig, was er propagiert. Also, dass die Protagonisten da dies schon so machen. Ne, er fliegt nicht, du fliegst ja auch nicht mehr. Ne? Hat, glaube ich, bloß 3 Jeans und fährt Fahrrad und das ist auch in Ordnung. Und das ist so ein schönes Beispiel und er sieht ja auch glücklich aus, dass das alle ansteckt. Aber es gibt genügend Leute, die in Städten wohnen und Zwängen unterliegen, aus denen sie nicht rauskommen. Und dazu kann ich nur eins sagen mit Hannah Arendt, also die Verantwortung, die Verhältnisse zu verändern, so sinngemäß, also nagelt mich nicht fest, kann man ja nur, wenn man über ein Minimum an politischer Macht verfügt. Und die Kräfte, die jetzt diese, wie haben wir es genannt, Allianz für sozial-ökologische Transformation, die Protagonistinnen, die das sozusagen vorantreiben, da weiß ich nicht, an welcher Stelle die über diese politische Macht verfügen. Wir haben ja dank Matthias, dank der Beiz, einen guten Ort gefunden, im Sinne von Harald Welzer, ne, ein anderer Wachstumskritiker, ist hier ein Ort ohne Steigerungslogik. Ja, wir können uns schon steigern. Steigerungslogik im Verbrauchssinne, also wir können natürlich mehr Bier trinken. Ich will ganz kurz einen Satz einsetzen. Damit es nicht falsch heiß kommt, wie ich immer sage, ich habe den Nico Pech ganz gern, aber er ist leider eins nicht,
Also es ist nicht wegen mir. Er ist leider kein Kapitalismuskritiker. Das wäre so notwendig wichtig, in dieser Frage ja. den Kapitalismus, wie soll ich sagen, von seinen Fundamenten aufzulösen. Nein, nein, der ist völlig unklar bei ihm. Er sagt ja, die Hälfte Erwerbsarbeitszeit weg und dann den Rest regional, lokal. Aber eben ein großer Block bleibt auch im global ökonomisch. Aber wie das machtpolitisch gehen soll, ist völlig unklar. Nicht? Und was die dann machen, die großen Konzerne, die noch bleiben. Nein, nein, das ist. Ja, aber trotzdem, ich muss nochmal diese Grundidee. Also, ich bin sehr für Gemeinschaften, für Vorbilder, für Allmende und alles Mögliche, was da sich toll entwickelt, gerade hier auch in Berlin. Aber man wird nie alle überzeugen können davon. So, deswegen ist es wichtig, Druck auf den Staat auszuüben, dass Gesetze zum Beispiel erlassen werden oder andere Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, ohne überzeugt zu sein, anders zu leben und über Gewohnheit, indem das auch körperlich, es läuft ja nicht alles über die Ratio und nicht über die Moral, sondern indem das zur Gewohnheit wird, zur Norm wird und sich so Gesellschaft verändert. Das ist meine Idee, wollte ich bloß nochmal sagen, ich bin kein Staatsfan, weiß Gott nicht. Der Staat ist eine Variable, das ist ein Kräfteverhältnis, je nachdem wie Druck, das sind die Eliten, tonangebend, aber er ist nicht unabhängig, wenn er einigermaßen demokratisch verfasst ist. Er ist nicht unabhängig vom Konsens, der in der Gesellschaft herrscht. Und der Staat, der muss ja nicht groß unterdrücken, um Wachstum, das ist Konsens in der Gesellschaft, nicht also weitgehend, und das ist die Technik, das sind immer Minderheiten, die dagegen sind. Die Frage ist, wie können diese Minderheiten mehr, okay. Aber das ist ja da schon nach, das gibt ja gute Entwicklung, mal positiv zu sein, bei den Amis sind die okay-Buber, also die über 50-Jährigen, da könnte sich die Hälfte der Bevölkerung Kündigung vorstellen, aus der Arbeitenden bzw. ein Drittel Function anzukündigen, haben ihre Jobs darin an Corona gewechselt. Denn die Jugend kann sich vorstellen, Halbtags- oder bzw. Work-Life-Balance, da gibt es ja haarige von oben, haarige Kritik dagegen. Also das sind ja so Entwicklungen, die sind ohne Staat. Beim Staat würde ich nicht so viel erwarten. Es gibt einen schönen Satz, warum werden Leute heute Politiker, um ein Auskommen zu haben. Und dann tun sie natürlich alles, um wiedergewählt zu werden. Also es ist ein normaler Job sozusagen. Und sie schreiben dann sozusagen, sie Waffengesetze Deutschland, die kriegen ein paar Briefe von der Lobby und dann kriegen sie ein. Das ist, von denen darf man nichts erwarten, von dem Staat. Und da gibt es auch Beamtenrecht, Beamtenstaatsabschaffung, aber man schafft sowas ab. Die sind natürlich, das ist eine Feuerwehr, sind Nazis im großen Teil, die Bullen und so weiter. Das kannst du alles in die Tonne treten. Also vom Staat von oben kommt wenig. Das kann doch von unten die Jugend, die Kinder, die sich da festkleben und so weiter. Das läuft aber schon, also das gibt es schon. Selbst die Alten wollen nicht mehr arbeiten, die 50-Jährigen meinetwegen. Wenn es alle machen würden, hätten wir ein Chaos. Also da brauchst du schon Institutionen, die so die Chaos Regeln, wie das dann funktioniert. Wie du deine Brötchen kriegst und wie du im Krankenhaus versorgt wirst. Also so ohne Institutionen, die das... Es ist wirklich sehr schwierig. Kommunitarismus, es ist eine Frage der Mengeneinheiten. Ne? Ab wann braucht man irgendwelche... Institutionen, ich glaube, das lehrt sich jetzt hier langsam. Frankfurt zum Zug. Darf ich als Wirt ein kleines Schlusswort versuchen? Ich wollte. Okay. Oder du machst nach mir dann. Also ich muss nur sagen, also als Fachverkäufer für Alkohol empfehle ich auch da Postwachstum. Eine jährliche Steigerung von 3% würde ich nicht weiterempfehlen. Das wäre mein Schlusswort. Okay. Danke, Matthias, fürs Hiersein und für euch. Wen es interessiert, wir werden diese Runde in Erweiterung am 30. November wiederholen, am selben Ort. Es geht Punkt 19 Uhr los, weil das nämlich live im Radio, im Freien Radio Berlin-Brandenburg übertragen wird, auf UKW und im Netz. Und als Gast haben wir beide Nina Treu vom Netzwerk Neue Ökonomie in Leipzig. Konzeptwerk. Entschuldigung. Genau, das wollte ich noch sagen und ansonsten danke ich herzlich fürs Hiersein und für die inspirierenden Einwürfe. Ich schließe mich dem Dank an, auch für die anregenden Beiträge. Und genau das Konzeptwerk hier in Leipzig ist eine tolle Sache. Ja. Die ist auch von unten entstanden und die machen wirklich tolle Analysen auch zur Klima. Die haben natürlich so einen Monitor gemacht hier. Welche Partei vor der Wahl hier, letzten Mal, welche Partei
könnte wirklich eine vernünftige Klimapolitik, nicht? Also ganz tolle Analysen machen die. Und da freuen wir uns. Nina Treu am 30. November, Mittwoch, pünktlich 19 Uhr. Also Plätze müsste man dann schon vorher besetzen, weil wir dann auf Sendung sind. Okay, danke euch.